So Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Und letztes Mal war ich hier und habe mir den Mob-Spawner mal genauer angeschaut. Und das wollen wir uns jetzt mal hier angucken, wie das Ganze aussah. Aber erst müssen wir natürlich hier, ich würde sagen, wir gehen erst nach unten, machen das hier wieder zu, damit die bösen Monster hier nicht durchkommen. Und zwar habe ich da sehr viele Wege gebaut. Was ist das denn hier? Warum sind da so komische Schriften auf dem Wasser? Ist das so geplant? Ist das irgendwie ein Grafikfehler? Was steht da? Goal? Glee it Goal? Oder was steht da? Oh mein Gott. Okay, hier sterben sie schon. Wie es aussieht, habe ich das Texture Pack wohl nicht richtig installiert. Da passt irgendwas nicht, auf jeden Fall. Aber wie man sieht, es funktioniert. Dann muss ich gleich erstmal fixen hier. Das gibt's ja gar nicht. Es ist ja hier alles verbuggt. Da hat man sich dann hier so, habe ich mich dann AFK hingetan. Und hier ist es immer noch verbuggt hier. Moment mal, ich wollte ja übrigens das umstellen hier auf Deutsch. Wo sind wir denn? Deutschland. Ja, Deutschland ist ziemlich gut. Gehen wir mal auf Deutsch. Was mit dem Texture Pack gefällt mir noch nicht. Konnte man nicht auch das Texture Pack umstellen? Das muss ich natürlich jetzt umstellen. Das passt ja so nicht. Texture Pack, das normale wieder rein. Einzelspieler, Let's Play World. So, jetzt sind wir zurück. Mit gar keinem Texture Pack. Ist ja auch mal was Nettes. Sieht auch ganz schön toll aus. Wenigstens jetzt nicht verbuggten Sachen hier. Und die sterben halt alle. Und dann, und das tropft da gerade Blut runter. Also, das ist die Lava. Okay, ich dachte schon gerade, dass da Blut runter tropft. Das wäre viel zu blutig für die Spiel. Wie gesagt, ich muss das Texture Pack dann nochmal neu installieren. Hab scheinbar nicht die ganzen HD-Sachen dafür installiert. Und hier waren meine Kisten. Und warum sind die so komisch angeordnet? Waren das nicht sonst immer Doppelkisten? Sind die jetzt in der Wand drin oder was? Oder was ist hier los? Irgendwas passt hier definitiv nicht. Ach, hier ist die Kiste immer noch. Die ist halt einfach nur verbuggt. Okay. Hier ist die Kiste noch, aber sie ist einfach verbuggt. Ja, warum auch nicht? Man muss überlegen hier, das ist schon ein Jahr her, wo ich das gespielt habe und das Update auch. Also kann es sein, dass es verbuggt ist. Was haben wir hier? Oh, so viele Sachen noch. Stein, hier noch mehr Kisten. Werkzeug bis zum Umfallen. Was haben wir hier? Noch mehr Stein. Upsala, das wollte ich gerade gar nicht. Was haben wir hier? Oh, Erde. Stein. Noch mehr Stein. Das kam alles dabei rum, wo ich das gebaut habe. Und wir könnten ja eigentlich mal reingehen und mal gucken. Und die Türen gehen einfach mal falsch auf. Warum auch nicht? Eigentlich könnte ich hier noch so eine Glaswand hinmachen, damit die Monster... Oh Gott, ein Creeper. Nein, bitte. Hör auf. Wenn du jetzt hier hoch gehst, ne? Nein, hör... Oh Gott, bitte zerstör nicht mein ganzes gebautes Haus hier. Geh weg. Hör auf. Dankeschön. Dankeschön, dass du nicht hochgegangen bist. Danke, 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 danke. So viele Spinnen. Die scheiß Spinnen, die kommen, wollen nicht in das Ding mal reinfallen. Warum auch immer. Da ist noch ein Creeper. Das ist gerade nicht so gut. Ich sollte nicht durch den Haupteingang gehen. Ich sollte mir irgendwas daneben bauen. So ein kleiner Weg. Und was war hier? Was habe ich hier denn gebaut? Oh Gott, ich weiß es gar nicht, was hier abgeht. Auf jeden Fall mache ich das hier wieder zu, weil sonst weiß ich nicht, ob da genug ausgeleuchtet ist und spawnt da noch irgendwas. Haben wir denn genug Sachen dabei? Ich nehme vielleicht noch ein bisschen Stein mit und räume mal ein bisschen auf hier. So, ein bisschen Stein mitnehmen. Wo ist die Kiste, wo ich den ganzen Plunder reingeschmissen habe? Da. Das fülle ich mal eben hier. Denn ich habe einfach zu viel Zeug im Inventar. Damit ich das eben alle rausschmeiße. So, das kann weg. Fackeln habe ich genug, das habe ich auch genug. Und dann werde ich mir einen kleinen Weg reinbauen. Damit quasi die Zombies und die anderen Viecher mich nicht alle killen. Und da oben ist Eichen. Und hier ist die Kiste im Weg. Und hier ist überall Gravel. Das ist voll eklig. Gravel ist voll eklig, weil es immer runterrutscht. So. Dann muss man hier so rein, so leicht. Und dann nach rechts, damit wir quasi uns dann erstmal einsehen können, was überhaupt bei diesem Mob-Spawner alles so war. Ich möchte echt mal euch das alle zeigen. Das ist so lange her, ich weiß selber nicht mehr, was hier abgeht. So. Okay, 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 okay. Hier ist das schon mal. Oh Gott, nein! Geh nicht hoch, bitte. Ich brauche Pfeil und Bogen am besten, oder? Wie viele Monster sind da denn, bitte? Oh! Nein! Oh Gott. Ich dachte gerade schon, er wollte hochgehen. Ist das jetzt sicher, hier rauszugehen? Ich glaube kaum. Ich werde es riskieren. Oh! Er ging hoch. Verdammte Scheiße, er ging hoch. Verdammte Scheiße. Und er killt mich jetzt. Er killt mich gleich.
Nein, du gehst nicht hoch. Du gehst nicht hoch. Nein, du möchtest nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, jetzt muss ich hier gleich wieder alles umbauen. Alles muss wieder repariert werden, weil ich alles kaputt mache. So, das hier schnell zubauen, damit die hier nicht wieder reinkommen. So. Machen wir hier wieder so einen kleinen Weg rein. Genau. Das auch schon mal wieder zu hier. So. Und dann platzieren wir mal ein paar Fackeln, damit wir das hier Ganze umbauen können, damit die keine neuen Monster spawnen. Denn ich will das hier umbauen. Ich will hier so eine Glaswand hinstellen, damit man quasi sicher da durchgucken kann und nicht getötet wird von allen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sind so viele, hier sind so viele. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Wenn ich hier reinfalle, bin ich tot. Wenn ich rein. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war's für mich. Jetzt. Ja, ich bin tot. Mich hat's voll zerrissen. Wo spawn ich jetzt hier oben? Och, jetzt muss ich ganz da unten und bis dahin ist ja wohl mein Werkzeug weg, oder? Och, das war so weit. Ich kann ja mal versuchen, mit dem U-Bahn-System dahin zu fahren, aber ich glaube, das wird nichts, denn mein Power Reel, mein ganzen System funktioniert ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ich werde es einfach mal versuchen, ob ich da hinkomme. So schnell wie möglich, damit mein Werkzeug nicht verschwindet, denn das will ich eigentlich wieder haben. Das wäre ganz von Vorteil. Hallo Hundis, wie geht's? Ihr guckt alle nach links. Was wollt ihr denn da? Da geht's nicht Richtung Freiheit. Nein, nein. So. So, mal schauen, ob wir da hinkommen. Yay! Und irgendwie. Ist das ein bisschen laggy hier? Seht ihr das auch? Das liegt doch nicht am Spiel, oder? Oh, glaube ich, ich habe die ganze Welt zerstört, weil sie so alt ist und ich sie abgedatet habe. Komme ich da jetzt hoch? Oh mein fucking Gott, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Weil das ist nicht normal. Hört ihr diese Geräusche? Ja. Natürlich fährt man so. Es funktioniert sogar, dass ich da ankomme. Na, jetzt habe ich keinen Speed mehr. Da wäre wieder so ein Booster, der eh nicht, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Von daher geht das, glaube ich, nicht, oder? Oder geht der Booster nochmal schauen? Nö. Er geht nicht mehr. Egal, wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Muss halt den Rest laufen. Vielleicht schaffen wir es noch. Man hat's, wie gesagt, gerade gesehen und gehört, da ist einiges noch nicht mehr in Ordnung mit den Schienen. Da muss etwas geändert werden. Beziehungsweise vielleicht liegt es auch irgendwie an der Version. Wie gesagt, wenn man das so nach ein Jahr updatet, habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Ich denke mal, dass es da einige Fehler gibt. Allein diese Kisten da hinten. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht mache ich das auch so. Ja gut, es ist blöd, wenn ich mit der alten Version noch spiele. Deswegen wollte ich eigentlich auch mit der neuen Version spielen. Hier ist, glaube ich, eine Power Rail. Power Rail. Oh Gott, warum ist er noch so weit? Okay, ich kann ja sprinten. Hat mir einer gesagt, ich kann mit Doppelt-W-Taste sprinten. Dadurch geht natürlich schneller meine Nahrung weg. Aber man kann sprinten. Das wusste ich schon, natürlich. Aber ich wollte euch einfach nur testen in den Kommentaren. Ihr habt auch dafür gesagt, ihr wollt es unbedingt auf Deutsch haben. Also auf Deutsch. Kein Problem. So. Jetzt habe ich gar kein Werkzeug, um irgendwie da rauszukommen. Doch, hier haben wir was. Das könnten wir gebrauchen. Und haben wir da das hier vielleicht? Das packen wir da rein. Und haben wir hier noch eine Spitzhacke? Nein, keine Spitzhacke. Keine Spitzhacke. Ah, hier ist ja die Kiste. Ich denke schon, davon komme ich da nicht weiter. Das muss ich das hier mit der Hand kaputt schlagen, oder was? Weil ich ja keine Spitzhacke habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. In der Zeit despawnt auf jeden Fall meine Items. Ich sehe es schon kommen. Oh Gott, wie viel sind da denn? Seht ihr das, wie viel da ist? Da brauche ich gar nicht hingehen. Guck mal! Da sind Endermans und allen Rotz gespawnt. Da ist alles, da ist die ganze Welt. Oh Gott, das Werkzeug werde ich nicht wieder bekommen. Das werde ich nicht wieder bekommen. Ich habe es übertrieben. War da auch Mob-Spawner? Hatte ich da einen Mob-Spawner stehen? Ich weiß es nicht. Oh, ich muss auf jeden Fall umbauen, damit ich da überall Glas habe. Ich werde mal versuchen, nach unten zu gehen und die irgendwie da reinzulocken, damit sie in die Falle gehen. Hier ist wieder schon ziemlich viel. Aber die müssen in die Falle gehen. Wie gesagt, da ist Lava. Aber ich kann es gerade nicht zeigen. Ich weiß gerade nicht so genau, wie ich da hinkommen soll. Ohne die ganze Zeit zu sterben. So, wir hatten irgendwo auch Dreck hier, weil Dreck kann ich jetzt besser gebrauchen, weil ich ja keine Spitzhacke habe. Da ist Dreck. So, oder Erde. Guck mal, wie viel da. Jetzt fangen die wieder an, hier meine Sachen kaputt zu machen. Und Enderman.
Enderman, da hinten ist ein Mob-Spawner. Seht ihr das? Da ist ein Mob-Spawner. Boah, Leute, wenn ihr da mal reinguckt, da sind, wie viele Endermen sind da? 3, 4, 5? Fledermäuse gibt es jetzt auch? Wusste ich gar nicht. Aua. Blöder, blöd. Ja, natürlich. OP mit deinen Schüssen. Hier wollte ich dann eigentlich so eine Wand hinbauen. In diesem Stil. Ah, bloß halt aus Glas. Aber da muss ich echt gucken, wie ich das mache. Da muss ich gucken, wie ich das mache. Ich muss es wirklich gucken. Ich muss irgendwie versuchen. Habe ich überhaupt Glas hier? Ich habe gar kein Glas. Am besten sollte ich mich vorher komplett equippen. Das bedeutet, warum klickt der hier auf den Ofen? Dass ich komplett erstmal Werkzeug wiederhole. Weil ich denke mal, da hinten komme ich nicht ran. Ich könnte ja auf Geronimo machen, einmal versuchen rauszulaufen. Aber ich glaube, das wird nichts. Dann ist meine Idee so, dass ich versuche, erstmal mich komplett zu equippen mit, ich habe einen Pfeil da stecken im Rücken, oh mein Gott. Mit Ausrüstung, mit Werkzeug und dann muss ich versuchen rauszugehen mit Glas und dann so schnell wie möglich eine Wand da hochzuziehen aus Glas. Und dass man dann quasi da sicher ist und das Ganze auch von draußen sehen kann. Und das mit den Kisten irritiert mich auch wesentlich. Doch, dass das nervt, dass sie so komisch sind. Also das heißt wieder zurück und dann mich equippen. Dann wieder runter und dann den Mob-Spawn etwas genauer unter die Lupe nehmen. Tut mir leid, dass ich gerade nicht machen kann, aber wie gesagt, es ist gerade ziemlich gefährlich, da reinzugehen. 5 Millionen Endermans, die glaube ich eh immun sind gegen so eine Mobfalle, oder? Gehen da Endermans rein, die können die doch auch durch Wände und supporten, oder? Oh mein Gott. Das könnte alles mein Ende sein. Wie gesagt, ich laufe zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Part von. Was war das für ein Geräusch? Hat sich angehört wie ein totes Wildschwein. Habt ihr es gehört? Was ist das? Hier ist irgendwie ein ekliges Vieh. Ich gehe schnell weg. Dann sehen wir uns beim nächsten Part von Minecraft. Ich bin der Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.